dem schönen neuen grünen Interface in 2.5. So, dann organisiere ich mir mal mein Schiff. Mach das mal. Fliegen wir einzeln, ne? Können wir machen, ja. Weiß ich nicht, welche Größe die Landepads auf der Grimax haben. Gibt mehrere. Ich habe natürlich bisher nur meine genommen. Du kennst das neue Landesystem dann auch noch gar nicht, ne? Das habe ich schon ausprobiert. Okay. Weil das finde ich eigentlich ziemlich viel geiler als das alte, muss ich gestehen. So, kurz checken. Habe ich meine Waffe dran? Ja. Eigentlich haben sie ja die ganzen Sachen resettet im Progress mit 2.5. Aber ich habe aus welchem Grund noch immer meinen Gun noch. Die ich vorher eigentlich nicht hatte. Du meinst diese SMG da, diese Ballistik? Das ist eine Assault Rifle. Die haben sie anscheinend jetzt jedem Spieler gegeben. Du kannst auf Puerto Lisa auch nur noch die überhaupt hernehmen. Genau, weil die Energiewaffen gibt's Grimhacks. Okay, mein Raumschiff macht sehr eigenartige Dinge. So ein paar Sachen haben sie auf jeden Fall wieder geschafft, richtig gut zu verbuggen. Es balanciert gerade auf dem Vorderrad. Jetzt fängt es an zu schweben, das finde ich nicht so cool. Okay, ich glaube, jetzt hat sich's gerade beruhigt und setzt sich normal hin. Alles gut, Raumschiff. Hallo? Ich konnte doch hier gerade irgendwo die Leiter benutzen. Ich muss jetzt 3 Meter von meiner Leiter weggehen, damit ich die nutzen kann. Aber mein Schiff hat innen seine normale Beleuchtung bekommen, die es bekommen sollte. Es ist jetzt innen drin endlich in diesem roten Lederton. Ah, okay. Jetzt nicht mehr ganz so hell und leuchtend. Vorher war das alles noch weiß oder schwarz. Chat kann ich gerade mal ausmachen. So. Dann Ausflug nach Grimhex. Yay. Kleinen Schulausflug. Achso, manchmal kann es sein, dass dein Interface nicht komplett da ist. Dann musst du einmal in die Außenperspektive und wieder in die Innenperspektive irgendwie gehen. Ah, okay, gut. Dann sollte das gefixt sein. Oh, holy shit. Fängt mein Schiff erstmal an zu rollen. Scan initiated. Irgendwas ist an mir dran irgendwo. Ich weiß nur nicht was und wo. Mein Proximity Alert dreht gerade richtig ab. Hier ist aber eigentlich gar nichts. Ach, ich weiß warum. Das ist nicht mein Proximity Alert. Mein Landegear war noch ausgefahren. Ah, da bist du. So, wo ist... Hä, warum fällt da mein Landegear nicht ein? Lass mich verarschen, das bist du eigentlich noch... Wenn ich N drücke, einfahren. Eigentlich schon. Nee. Ich bin halt noch im Landemodus, warum auch immer. Das Geile ist, ich kann so nicht in den Sprungmodus wechseln. Mal neu in den Pilotensitz einsteigen, eventuell? Ah, jetzt konnte ich's. Warum musste ich irgendwie von der Station weg? So, wir springen zur ICC-Probe. Nehmen jetzt den einigermaßen sicheren Weg, also wo ich dann weiß, was passiert. Und dann suchen wir Yela. So, und dann ist Grimhex unserer Rechten unter uns.
Wenn du dich umguckst. Aber bei Phineas kann man es jetzt nicht so gut sehen. Kann Tessa einfach mal die Schnauze halten? wir fliegen ziemlich genau auf 12 Uhr. Ist ein großer Asteroid. Und rechts daneben ist so eine Ansammlung, so ein Cluster von kleineren. Und das ist Grimax. Ah, okay. Ich weiß, dass man irgendwie auch zoomen kann, ich weiß nur nicht wie. Ah, mein Mausrad drehen. Wusste ich auch noch nicht, das war mir noch neu. Könnte beim Zielen manchmal auch helfen dann. Mhm. Du kannst es auch machen, wenn du von Port Olisar aus dich nicht rollst am Anfang, also wenn du wirklich einen geraden Liftoff hast und rechts an Yela vorbeiguckst im Sprung, also in diesem Sprungmenü, sind so drei Sterne. Davon nimmst du quasi, ich meine, das ist der oberste, springst zu dem hin und auf dem Weg dahin, wenn Yela quasi an dir vorbeikommt, verlässt du den Sprung, wenn du nochmal F drückst. Und dann kommst du mehr oder weniger fast direkt neben Grimhex raus. Wenn du von da aus dann, also von der Position im Nichts auf Yela springst. Das kriege ich nur noch nicht hundertprozentig hin, deswegen nehmen wir diesen Weg heute. Also kein Problem. Aber im Zoom da, wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man schon, dass da irgendwas nicht so ganz stimmen kann bei diesen. Ja, die sind aber zu dicht aneinander. Mhm. Das ist ein kleine Cluster da. Hier haben sie mittlerweile jetzt auch diese Nebel, wo wir letztes Mal dieses Schiffswrack drin gefunden haben, ne? Davon sind jetzt hier, also die sind jetzt auch mehrfach vertreten. Wo wir dann gegen die Piraten gekämpft haben und diese Lasergun da gefunden hatten. Ah, Entdeckerinstinkt geweckt. Ja, das ist jetzt die momentan einzige Quelle für Energiewaffen, glaube ich. Diese Wracks. Man kann das übrigens ganz gut sehen. Wenn wir quasi auf der anderen Seite von Grimhex wären, würden Yela und, ist das Crusader? Der große Planet? Yep. Die Tagseiten würden quasi beide sichtbar sein. Und die Nachtseite würde von Yela verdeckt werden. Von Crusader. Wenn du von hier aus quasi rüber gucken würdest. Dann weißt du, dass du richtig bist, mehr oder weniger. Okay. Kann es sein, dass die Schiffe ein bisschen träger geworden sind? Das hängt von Schiff zu Schiff ab, tatsächlich. Also sie haben einige Schiffe tatsächlich verändert. Also die Conny von mir, die ist ja richtig träge geworden jetzt. Okay. Also im SCM geht's noch einigermaßen, aber wenn du im Coupled-Modus raushaust, um halt eine 180-Grad-Wende zu machen, fliegst du erstmal gefühlte 5 Minuten rückwärts, bis du wieder Speed hast. Bist du eigentlich? Du bist nicht mehr bei mir in Radarreichweite. Ich sitze auch in meiner Aurora, die ist arschlangsam. Warum eigentlich? So, weil ich ja wie gesagt nicht... Ja, mit der Hornet, da komme ich ja irgendwie nicht rein in letzter Zeit. Mit dem Merlin habe ich halt das Problem, dass ich keinen Quantum Drive habe, also da würde ich sowieso erstmal 3 Wochen fliegen. Ja gut, das wäre dann nicht so gut, das ist richtig. Und bei meiner Conny bin ich mir nicht sicher, ob dafür ein Landing Pad vorhanden ist. Ich meine schon, dass da auch große sind. Müssen wir gleich mal gucken, wir müssen sowieso mal checken, ob da Leute sind oder nicht, weil, wie gesagt, das ist halt alles komplett PvP-Zone oder du keine Waffenstillstandszone, sagen wir es mal so. Das interpretieren ja die meisten Leute dann als PvP-Zone. Ob und wie wir da an dem Landepad erstmal unser Leben kämpfen müssen. Ja, erstmal mit dem Schiff alles wegholzen, was man da sieht, und dann absteigen. So, und jetzt wäre eine Kaffeemaschine an Bord nicht. Der feine Herr. Ja, das wäre doch echt geil, wenn man so Autopilot reinhauen könnte und dann aus dem Pilotensitz aussteigt. Ja. Auf der Conny wäre das sicher cool. Wird es bestimmt noch geben, irgendwelche Einrichtungsgegenstände. So, also ein anderer ist auf jeden Fall da.
Inner. Ja. Ich habe jetzt ungefähr die Hälfte, glaube ich, hinter mir. Keine Ahnung, was das für ein Schiff ist, kann ich nicht wirklich erkennen, die Umrisse. Könnte ein Freelancer sein. Bei mir ist jetzt erstmal Comlink abgeschmiert. Oh ja. Das macht das Ganze jetzt nicht vertrauenserweckender hier. Jo, also ich bin da. Ich hoffe, dass der mich dann nicht gleich aus dem All ballert. Und ich hoffe mal, dass ich wirklich den richtigen Asteroiden jetzt angepeilt habe. Wie gesagt, also wenn du dich umsiehst und mehr oder weniger halt Yela die Nachtseite von Crusader verdeckt. Hat der gerade Raketen auf mich aufgeschaltet? Ne, noch nicht. Okay, er schießt auf mich. Buddy, du bist gerade freiwild geworden. Was ist es für eine Maschine? Freelancer. Ja, ich fliege richtig, weil ich sehe gerade Laserfeuer. Asphalt-Chicken? Ja. Das sind noch 29 Kilometer. Du kriegst mir epische Fight-Musik. Ja, ich habe vorher allein gespielt und dann habe ich meistens im Spotify laufen, deswegen habe ich Musik ausgestellt. Ich habe nur Angst, dass wenn er in mich reinfliegt oder ich in ihn, dann ist es halt ein Problem. Und seine Schilde, ich weiß nicht wirklich, wie ich die down kriegen soll. Ja, du, ich bin jetzt auch gleich da. Ich bin schon ein Ich treffe ihn halt zwar mit meinen Lasern, aber... Achtung, ich bin ein bisschen weg. Wow! Ja, doch, jetzt muss ich ihm schauen. Bin gerade am Overheaten. Boah, der Flair, ey. Ich verstehe gar nicht, warum du mir nicht in der Gruppe angezeigt wirst, tatsächlich. Also, dass ich dich nicht irgendwie sehe. Mal, das wird ziemlich gerade nicht wirklich einfach. Siehst du mich eigentlich? Im Moment nicht, weil ich dich nicht tracke, ja. Das macht es nicht wirklich einfach, irgendwie. Mein Schiff mag das gerade gar nicht, was ich mit ihm mache, hitzetechnisch. Versucht jetzt abzuholen? Nee, eigentlich nicht. Doch, er macht sich weg. Gut, dann lasse ich den mal. So, dann wird sie ziemlich im Arsch hinten. Jetzt ist er unten drunter. Wo ich mit meinen Lasern getroffen habe. Ich schalte dich mal auf, damit ich sehe. Ja, ja, bist. Klar. Ah, da bist du. Wie gesagt, wir fliegen genau drauf zu jetzt. Ich lasse einfach mal SCM drin, lass ihn mal getrackt. Keine Ahnung, was der sich gedacht hat, man, warum er auf einmal auf mich schießt einfach. Ja, weil die Freelancer einfach richtig stark geschildert, also da. Ja, stark geschildert schon, aber sein Unterbau ist mehr oder weniger im Arsch. Der kommt irgendwie wieder näher. Und da kommt noch ein anderer.
Gott. Der schießt jetzt auf den anderen. Ja, okay. Das heißt, du bist da nicht betroffen? Oh, doch, der schießt auf mich. An mir sind gerade Schüsse vorbeigeflogen. Welcher schießt auf dich? Der Moonmensch? Ja, wieder der Freelancer. Also nicht der Moonmensch. Der Asphalt-Chicken wieder. Komm mal. Der hat halt gewartet, bis seine Schilder wieder regenerieren. Jo, hat aber gerade kassiert von dir, glaube ich. Und seine Schilder sind jetzt schon wieder weg, ne? Und diesmal lasse ich ihn nicht entkommen, hey. Würde. Der versucht schon wieder abzuhauen. Wir müssen also schneller sein als er. Du auch. Ich gehe in Cruise Speed hinterher, weil er ist gerade auch geswitcht, glaube ich. Ja. Gucken, was er macht. Der wartet da jetzt, bis seine Schilde wieder online sind. Das können wir nicht mehr so häufig machen, weil sein Schiff jetzt, glaube ich, gerade. Er ist gesprungen. Okay. Unser Schiff ist richtig im Arsch. So, erstmal Grimax aus den Augen verloren. Mhm. Irgendwas straight hinter uns müsste es sein. Ich würde sagen, dass es das da ist. Wo ist denn der andere Typ? Haben wir den noch im Visier? Ja. Rechts neben uns. Ja, und genau da würde ich sagen, ist auch Grimhex. Korrekt. Unglaublich, dass der beim ersten Mal nicht gecheckt hat, dass wir zu zweit sind. Ja. Vor allem, dass er dann nicht gecheckt hat, dass er eigentlich keine Chance hat gegen uns. So, er dreht sich hier lustig durch die Gegend. Kann er gerne alles machen. Möchte keinen Ärger mit dem. Warte mal, was ich mal ausprobieren kann. Wenn ich dich pinne, was ist denn die Taste für Pinnen nochmal schnell gewesen? P, glaube ich, oder? Puh, keine Ahnung. Die schauen wir schnell nach. So, dass ich jetzt hier mit Precision Mode das anfliegen werde, denke ich, das Ding. Pin Target P. Und? Jetzt wirst du mir in der Target-Liste zumindest aufgeführt. Okay. Wenn ich rumswitche, sehe ich dich zwar immer noch nicht, aber du bist halt dann in meiner Target-Liste. Wo ich dich dann sofort auswählen kann. Okay. So, wir sind da. Hat er nur dank der Freelancer 10 Minuten länger gedauert. Kann ich zwei Folgen draus machen, kein Ding. So, Moment, ich halte mal kurz an. Landing gear deployed. Irgendwo waren jetzt hier Landing Zones. Ich weiß nicht, ob die hier waren oder ob die auf der anderen Seite waren.
Dreh mich jetzt erstmal so, dass ich den Asteroiden sehe. Ich glaube, die waren auf der anderen Seite. Mhm, das schaut ziemlich kalt quasi aus. Unten. Landing Gear raised. Kurz ein Stück weg. Ja, hier ist quasi oben, direkt vor mir jetzt. Da können wir auch landen. Sieht aber schon richtig nice aus, finde ich. Da oben, ja, also hier sind auch große Felder, wie du siehst. Aber ob das groß genug für eine Konz ist? Ja, ja, ist es. Das müsste auf jeden Fall reinpassen. Ja, stimmt, sind alle drei Größen vertreten. So. Wie ich schon wieder hier Schüsse höre. Aber das war drin. Ich nehme mal das 03er ganz hinten. 05 ist meins, was er mir zugewiesen hat. Ja, das hätte er mir auch zugewiesen, aber. Dann einfach mal auf dem anderen. Jetzt hat er mir 04 zugewiesen. Die Sache ist nur, wie kommt man nur leicht nach unten? Man macht das immer so ruckartig, ja. Das Land. Ja, hier gibt's kein Autoland-Feature. Nee. Doch, gibt's. N gedrückt halten dann. Muss nur relativ niedrig schon sein. Landing complete. Wow. Okay, ich war jetzt gerade noch einen Meter, bevor ich reingecrashed bin. Okay, bei mir ging es einigermaßen flüssig. Also es wäre immer noch cool, wenn man das feiner abstimmen könnte, weil so gibt's wirklich nur Schweben oder Aufklatschen. So, erstmal meine. Ich muss sagen, beim Landen vermisse ich trotzdem diesen. Ich werde direkt beschossen. Ja. Oder du? Weiß ich nicht. Der schießt auf mich. Aus dem Schiff oder zu Fuß oder was? Hier steht einer direkt vor meinem Schiff. Der auf mich schießt. Wo steht denn der? Ja, der schießt jetzt auf dich. Oben. Bis dann. Trottel. Good job. Der andere in der Cutlass, der hat uns, glaube ich, beobachtet. Ich hoffe, der ballert uns jetzt nicht gleich weg, wenn wir hier. Ja, da schießt doch immer noch was. Hinter uns, hinter uns. Da kann man nicht durchschießen durch dieses Geländer, kann das sein? Ja, das sind zwei. Das sind zwei. Ich bin down. Ich dachte, du hattest den einen. Einen habe ich. Ja, ich hole mal eben mein Schiff nochmal neu. Auf den zweiten auch. Okay, sehr gut. Was für Vollidioten, ey. Komme gleich dann.